Stark, stärker Spandau. In einer mitreißenden Partie gegen die Wild Sharks aus Hannover bewiesen die Wasserballer von Spandau 04 ihre starke Form und bleiben damit weiterhin ungeschlagen. Wir haben gut als Team zusammengespielt und wenig Fehler gemacht. Ich glaube, am Anfang haben wir uns ziemlich schwer getan. Es lief alles nicht so ganz rund. Wir haben zwar viele Pässe gespielt, sind gut nach vorne gekommen, haben den Ball aber irgendwie nicht ins Tor reinbekommen. Das lief am Ende dann ein bisschen besser. Im Laufe des Spiels wurden wir dann immer besser und dann war auch die Führung eindeutig. In einer hart umkämpften Anfangsphase schafften es die Wasserfreunde, sich dank drei schneller Tore von Dimitri Frolot abzusetzen und wurden früh auch ohne Stammspieler Reibel und Stamm ihrer Favoritenrolle gerecht. Den Wild Sharks gelang es zwar, den Rückstand auf 3 Tore zu verkürzen, zwischenzeitlich, doch ging es am Ende dann mit 9:5 in die Halbzeit. Danach treten die Spandauer richtig auf. Vor allem in den Zweikämpfen bewiesen sie einen kühlen Kopf und ein heißes Herz. Und das Team von Peter Kovacevic zog daraufhin mit 6 Toren davon. Und dann schien bei den Hannoveranern nichts mehr zu gehen in der Spandauer Abwehr und vor allem an Laszlo Baksa. Torhüter und Kapitän der Spandauer gab es einfach kein Vorbeikommen. Am Ende setzten sich die Spandauer klar und deutlich und auch in der Höhe verdient mit 16:7 gegen die Gäste aus Hannover durch. Bester Werfer und Man of the Match war Matteo Tschuk mit 4 Treffern. Für die Spandauer ist es damit der 5. Sieg im 5. Spiel. Vorbereitungen liegen jetzt ganz auf Athen am Dienstag und dann schauen wir weiter. Die Spandauer haben aber im Moment auch noch einen anderen Grund zum Feiern. Markus Stamm steht zur Wahl zum Weltwasserballer. Er wäre somit der erste deutsche Wasserballer, dem diese Ehre zuteil werden würde. Nächste Woche wartet dann das Spitzenspiel in der Champions League gegen das Top-Team von Olympiakos Piräus aus Griechenland. Dankeschön, Wasserfreunde. Danke, Laszlo Baksa.